Herzlich willkommen bei Natursprung. Wir wollen euch heute unsere Mini-Biogasanlage vorstellen. Und zwar vor uns sehen wir drei Behälter. Die sind verzinkt und lackiert, sowohl außen als auch, wie ihr seht, innen. Und jeder dieser drei Behälter, das sind also ehemalige Farbbehälter, werden über diese Spannringe werden sie luftdicht verschlossen. Gut, wie funktioniert die Biogasanlage? Und zwar gucken wir hier mal auf den mittleren Behälter. Und zwar hier füllt ihr Bioabfall hinein, kleingehäckselt. Und mit Wasser verrührt, am besten mit Wasser aus der Regentonne. Die hat einen natürlichen Gehalt an Mikroorganismen und verschließt also den Behälter hier mit dem entsprechenden Spannring. Genau. So dass er also luftdicht abgeschlossen ist und nehmt hier so ein Rohr, ca. 30 cm lang. Gut, diesen Behälter nehmen wir jetzt und stellen ihn in den größeren Behälter und lassen den Gashahn, den Gasschlauch hier in den größeren Eimer hineinfallen. Was kommt in den größeren Eimer hinein? In den größeren Eimer füllt ihr ungefähr bis drei Viertel des Eimers füllt ihr voll mit Wasser. Das hat folgende Bewandtnis: Wenn das Methangas hier aus dem mittleren Behälter herausströmt, hat es einen großen Feuchtigkeitsgehalt und wird sozusagen durch diesen Bubbler vom Wasser gereinigt und strömt dann also hier im oberen Bereich weiter. Jetzt schließen wir den größeren Behälter. Das heißt, wir haben Gasungsanlage und Entwässerung in einem, in zwei Töpfen zusammen. Auch hier wieder spannen wir das Ganze mit diesem Spannring, so dass es luftdicht abgeschlossen ist. Hier oben ein Sperrhahn, um bei einem Ablösen von gewissen Komponenten einfach es leichter zu haben. Gut, die Schläuche sind handelsübliche Gasschläuche für Propangasbehälter und jeweils hier mit einer Ringschelle verschraubt, dass da auch nichts ausströmen kann. Gut, das wären also die ersten zwei Stufen. Was hier ausströmt, ist also trockenes Methangas, das aber noch einen hohen Schwefelanteil hat. Und jetzt folgen wir einfach mal der Leitung hier und kommen zu unserem dritten Behälter. In diesen Behälter füllt ihr Stahlwolle. Am besten bis zum oberen Rand. Warum Stahlwolle? Das Methan, was also hier aus dem großen Behälter herausströmt und durch die Leitung hier reingeführt wird, findet hier durch diese Führung, wird das Gas unten in die Stahlwolle hineingeführt und da Schwefel eine große Affinität zu Eisen hat und sich verbindet, wird das Methan vom etwas unangenehm riechenden Schwefel noch einmal gereinigt. Gut, das Ganze auch hier wird mit einem Spannring luftdicht verschlossen, so dass wir jetzt das komplette Biogas-System komplett haben. Gärbehälter, Wasserreinigungsbehälter außenrum,
Filteranlage für die Abscheidung des Schwefels. Und nun kommen wir hier zu der Ausleitung des Methangases, was vom Wasser und von Schwefel gereinigt ist. Und das führt zu einem T-Stück, dazu komme ich gleich jetzt nochmal. Und hier auch nochmal einem Sperrhahn, das mit einer Überwurfmutter zu einer weiteren Leitung führt. Hier wird jetzt der Autoschlauch von einem Autoreifen, am besten auch ein Traktorreifen, angeschlossen. Und dadurch, dass das System luftdicht ist, entstehen also in diesem und diesem Behälter ein gewisser Arbeitsdruck, der sich also dann in der Ausdehnung des Autoreifens niederschlägt. Der Reifen dehnt sich aus, füllt sich auf, und wenn wir hier einen entsprechenden Arbeitsdruck erreicht haben, zum Beispiel von einem Bar, dann wird dieses Element hier aktiv. Hier ist angeschlossen ein Überdruckventil, das regelbar, also einstellbar ist, und hier führt also dann ein weiterer Schlauch zu einem Reifen, wo dann also ein zweites System aufgepumpt werden kann. Ist der Reifen aufgepumpt, Hahn schließen, Überwurfmutter abtrennen und den Reifen zum Verbrauchersystem anschließen. Der Reifen wird dann mit einer Solarpumpe verbunden und liefert dann an den Verbraucher einen konstanten Arbeitsdruck von Methan. Und so könnt ihr also von der Gasheizung über die übers Kochen also euch mit Methangas versorgen. Große Frage natürlich hier, wie wird das System erhitzt, denn wir brauchen für die Methanogese eine Arbeitstemperatur von 40 Grad. Und zwar wird das folgendermaßen gewährleistet: Man besorgt sich Holzhackschnitzel, diese Größe. Wir haben jetzt hier eine Größe von circa von einem Zentimeter bis einem halben Zentimeter bis 5 Zentimeter großen Holzstücken, die einfach gehäckselt wurden. Das hier ist ein Birnenbaum. Wie gesagt, das ist hier noch trocken. Und in dieses Holzhackschnitzelwerk stellt ihr also die große Gärbehälter und versetzt die Holzhackschnitzel mit 40% Wasser. Das führt dazu, dass eine biologische Zersetzung halt anfängt und diesen Behälter erhitzt auf 40 bis 70 Grad. Und das Wasser wird dann also im Inneren schön warm und unser Gärbehälter in der Mitte fängt dann an, also Methangas zu produzieren. Die Methanogese erreicht ihre Spitze so circa nach 3 Wochen ist die Spitze erreicht und danach fällt also die Gasproduktion ab. Gut, das war's soweit von Natursprung und der Mini-Biogasanlage. Alle Unterlagen findet ihr auch unter www.natursprung.net. Macht's gut, tschüss!